diesem Video möchte ich zeigen, wie man Veilchen mit solchen Rändern macht. Für diese Blumen brauche ich rosa Perlen, weiße Perlen, gelbe Perlen und für die Blätter dann später grüne Perlen. Zuerst nehme ich ein Stück Draht. Dieser Draht ist 30 cm lang und im Durchmesser 0,3 mm. Und ich sammle ein bisschen rosa Perlen. Etwa aus 5-8 Stückchen mache ich eine Schlaufe und drehe zweimal um. Dann aus diesen Perlen mache ich noch eine Schlaufe, ein bisschen so zweite Reihe. Es reicht nicht. Und hier, wo die Drähte sich kreuzen, drehe ich einmal, zweimal. Und auf dieser Seite bleiben 3-4 Stückchen, 3-4 von rosa Perlen. Dann sammle ich auf den Draht weiße Perlen. Ich kann nicht genau sagen, wie viele Perlen ich sammle. Ich sammle einfach eine Reihe. Dann halte ich alles in der Hand. Den Draht halte ich fest in der Hand. Und dann mache ich aus 3 weißen Perlen die erste Masche. Und die mache ich so. Ich drehe die Drähte so, dass ein Draht von oben kommt. Und dann ziehe ich alles ganz nah zu diesen rosa Perlen. So, jetzt drehe ich einmal um, führe dann 2 Perlen zu dieser Masche. Dann mache ich aus nächsten 3 Perlen wieder das gleiche. Zuerst ganz nah zu diesen Perlen führen, dann einmal umdrehen. 2, 3 dürfte ich hier haben. Weil je weiter die Maschen voneinander sind, desto kleiner sind diese Wellen. Und das gleiche mache ich so lang, bis ich hier bin, etwa von dieser Seite. So, jetzt schaue ich, ja, ist in Ordnung, also sie sind fast auf der gleichen Linie. Ich habe insgesamt 7 Maschen hier oben gemacht und jetzt sammle ich noch ein paar rosa Perlen. Nur ein bisschen, damit ich diese Reihe zumachen kann. Ja, genau so viel. Jetzt 1, 2-mal drehen. Und jetzt mache ich aus diesem Blatt quasi das Blatt mit der Mitte. Auf diesen Draht sammle ich dann noch gelbe Perlen, auch etwa 6-8 Stück. 8. Und dann mache ich hier auch eine kleine Masche. Ich mache hier aber ein bisschen größeren Abstand, so viel lasse ich. Und dann drehe ich 2, 3 Mal um. Und jetzt diese 2 Drähte miteinander. So, jetzt habe ich die Mitte und das Blatt, ein Blatt. Außer diesem Teil brauche ich noch 4, aber ohne Mitte. So sehen sie aus. Und diese Drähte, sie müssen nicht unbedingt ganz lang sein, weil am Ende mache ich den Stiel zusätzlich. Ich suche, wo die Seite von vorne ist, die vorderen Seiten, und man sieht es ganz gut, weil hinten sieht man diese Drähte. Und vorne, man sieht sie schon, aber nicht so wie von der hinteren Seite. Und ich lege sie auf eine Seite und verbinde sie miteinander 2 Stück.
Und hier noch zwei Stück. Und jetzt vordere Seite auf die vordere Seite und verbinden. Aber nicht gleich vom Anfang an. Ich meine nicht gleich von hier. Hier seht ihr, gibt es noch viel Platz. Aber das verschwindet dann später. Und dann noch dieses Blatt, egal welche Seite, von hinten, von vorne. Das spielt keine Rolle. Auch ein paar Mal umdrehen. Und jetzt mit der Zange noch fester und bis nach oben. So. Jetzt sind sie bis nach oben alle verbunden. Jetzt mache ich alles auf und biege diese Teile so in die Mitte quasi. Ich biege nicht nur die obere Schicht, die mit weißen Perlen, sondern das ganze Blatt. So. Die gelbe Mitte bleibt in der Mitte. Und so entsteht eine Blume.